Die wesentlichsten Bestandteile eines schlechten, für mich schlechten Films sind, wenn schon in der Beschreibung steht, der Regisseur verweigert sich den gängigen Mitteln des Genres, heißt Gain, Langeweile, und wenn er mich weder intellektuell noch emotionell mitnimmt. Ich bin selbst Journalist und weiß natürlich, dass man gerne so Benchmarks hätte. Weder bei den positiven Beispielen noch bei den negativen kann ich mir auf einen Film beschränken. Was die eingängliche Meinung von wegen verweigert sich die Mittel und so weiter. Also die Filme von Eric Rohmer haben mich, sagen wir mal, gelangweilt. Ein Film wie Die Nacht vom Süberberg mit der Edith Kleber, 6 Stunden Monolog. Ich würde sagen, wer sich den Mitteln des Films verweigert, sollte keine Filme drehen. So einfach ist es. Aber bei den wirklich schlechten bin ich natürlich auch im Mainstream. Das war die legendäre Bo Dereks Ekstase vom John Derek inszeniert. Na, da gibt's, ich glaube, die schlechtesten habe ich schlicht und einfach nicht gesehen. Und der berühmteste, schlechteste Film aller Zeiten, nämlich Ed Wood, Plan 9, Outer Space. Der ist so rührend schlecht und so perfekt miserabel, dass er eigentlich für mich schon so eine Art kleines Kunstwerk wieder ist. Da kann ich quasi spiegelverkehrt sagen: A, wenn die Mittel, die dem Film zur Verfügung stehen, gut genützt werden, damit meine ich jetzt nicht das Spektakelkino wie Transformers, ja. Das ist übrigens auch der letzte Transformer, auch einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber wenn die Mittel, die das Kino bietet, gut genutzt werden, wenn Geschichten erzählt werden, die mich emotionell berühren, respektive wenn ich mich gut unterhalte dabei. Das kann ja auch in einer Tragödie der Fall sein. Auch da geht es wieder nicht, weil da könnte natürlich, man könnte, da gibt es dann immer die klassische Antwort, Citizen Kane oder sonst irgendwas. Na, kann ich nicht sagen. Also zum Beispiel einer meiner liebsten und besten ist der Eissturm von Ang Lee. Sehr, sehr gemocht habe ich Titanic von Cameron. Ein Erweckungserlebnis in meinen jungen Jahren war Satyricon von Fellini. Und einer der schönst komponierten und vom Tempo inszenierten Filme, die ich kenne, ist Mystic River von Clint Eastwood. Bisher gar nichts, weil ich so mit kennenlerne, aber ich werde die Plattform ab sofort verfolgen und schauen, was alle anderen dazu sagen.